Das ist schön. Das wird dann eine interessante Expertise wie immer. Lieber Horst, da kannst du sicher sein. Da hinten kommt eine bezaubernde Dame, bitteschön. Wir erzählen ihr alles mit. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Ich stelle erst mal einen, die Kompetenz in Person und vor, Albert Meyer. Freue mich sehr. Ich genauso. Ich bin der Horst oder Herr Lichter, so wie es der Dame beliebt. Ich bin die Gabi. Gabi, der Michel Horst. Ja. Liebe Gabi, wo lebst du? Im Schwabeländle. Im Schwabeländle. Aber als zugereiste Norddeutsche schon seit 50 Jahren, mehr als 50 Jahren. Dann hat man sich so langsam an die Schwaben gewöhnt. Ne? Wein, Wald und Reben. Ja, das ist schon schön. Ne? Meine Liebe, von wem habt ihr denn diese Bilder oder wann habt ihr sie bekommen? Sie stammen aus dem großelterlichen Hause, mütterlicherseits. Mhm. Meine Großeltern hatten ein sehr gutes Verhältnis zu einer Dresdner Kunstgalerie, Galerie Arnold. Mhm. Und Mitte der 20er Jahre werden sie wohl erworben worden sein. Ja. Von den Großeltern gingen sie auf meine Eltern über. Ja. Da waren die Großeltern gut situierte Herrscher. Das kann man wohl sagen. Mein lieber Albert, du stammst auch aus gut situierter Familie. Erzähl mir etwas über den Künstler. Ich fange hier an. Ein ganz berühmter deutscher Name. Max Liebermann. Ja, den kenne sogar ich. Einer der größten deutschen Impressionisten, die es gab. Ein Name wie Donnerhall im Kunsthandel. Es handelt sich hier mit ziemlicher Sicherheit um eines seiner Spätwerke. Das Blatt dürfte 1925 entstanden sein. Hier ist eine Magd zu sehen, die rächt das Laub auf. Und das ist aus seinem Hause am Wannsee, am Berliner Wannsee. Da wurde es gemalt. Einen echten Max Liebermann, mein Gott. Aber eine Lithografie, die gibt es öfters. Ja, ist da drauf, wie viel sie limitiert gewesen? Nein, es ist nicht limitiert und auch nicht datiert. Dieses Blatt übrigens hängt im Max Liebermann Haus. Genau dasselbe Blatt als Ausstellungsstück. Wir haben noch weitere zwei Gemälde. Lieberhorst. Oder Kunstwerke. Wir haben das linke Kunstwerk, ist eine Tuschezeichnung. Signiert und datiert. Signiert mit dem Namen Franz Massarel, belgischer Künstler, und datiert mit dem Jahre 1919. Das Blatt ist sehr gut gelungen. Es ist eine wunderschöne Szenerie, von oben aufgenommen, mit Droschke, mit Menschen, mit einer wunderbaren Allee, wo die Leute promenieren. Und das passt auch in die Zeit 1919. Das rechte Blatt ist meiner Meinung nach das wertvollste. Signiert mit Lesser Uri. Lesser Uri war ein ebenfalls bekannter Berliner Künstler, der ganz, ganz großartige Sachen gemacht hat. Und hier kann man ganz gut erkennen, im Hintergrund das Brandenburger Tor mit der Quadriga und vorne diese Droschke, die beim Regen fährt. Sehr gut gemacht. Und dieses Blatt ist limitiert mit der Nummer 16 von 100. Wann wird das gemacht worden sein? 1925. Also in etwa alle zur gleichen Zeit. In etwa, kann man sagen. Ja. Was ich dazu sagen muss, die Blätter sind sehr, sehr gut gerahmt. Ja. Sehr teuer gerahmt. Da wurde nicht gespart. Die sind in einem perfekten Zustand. Ja, Wahnsinn, toll. Dann kommen wir mal so ganz langsam Richtung Wunschpreis. Da bin ich jetzt sehr gespannt, weil du weißt ja, was es ist. 3,5 für alle das zusammen. Konvolut. Auf welche Summe gelangt Albert? Für dieses Blatt hier schätze ich 1.000 Euro. Für den Uri Lesser schätze ich 1.000 bis 1.500 Euro. Und für den Massarel, er schwankt ein bisschen, auch um die 1.000 Euro, dann wären wir bei 3.000 bis 3.500 Euro. Welch eine Harmonie in diesem Raum. Na. Ich habe nur noch eine Aufgabe. Bitte ganz schön. Herzlichen Dank. Viel Erfolg und viel Freude mit dem Händler. Herzlichen Dank. Nichts Dank. Bitte schön. Super, die Expertise. War schön, dass Sie da waren. Ich kenne das Blatt. Du kennst das Blatt? Ja. Wer ist das? Max Liebermann. Sehr interessant. Ich denke, die Namen der drei Künstler sprechen für sich und sind einfach in der Kunstwelt bekannt. Zudem sind die Werke sehr gut gerahmt und perfekt erhalten.
Eine tolle Verhandlungsbasis für Gabi. Hallo. Hallo. Hallo, die Berger. Hallo, schönen guten Tag miteinander. Moin. Richtige Kunstwerke haben Sie uns mitgebracht. Ich denke doch. Weiß man bei dem Max Liebermann, ist das sein Garten, sein Haus am Wannsee? So ist es, da genau. Gibt es ein Museum auch. Genau, in der Villa am Wannsee, ja. Da hängt es auch. Und als wir dort die Villa besichtigt haben, haben wir gesagt, das darf ja nicht wahr sein. Das besitzen wir ja. Und dann waren wir also hellauf erfreut. Schön. Und auch die hinteren Künstler sind auch sehr bekannt. Lesser Uri und Massarel. Ich meine, das sind schon ganz tolle Arbeiten. Wenn die jetzt in Farbe wären, wäre es noch besser. Aber wir sind auch zufrieden, dass es so ist. Also dann starte ich mal ganz vorsichtig mit 600 Euro. Ich sag gleich mal 1000. Ich mach 1200. 1400 bei mir. 15. 16. 17. 1800. 1900. 2000. Was halten Sie denn von unseren Geboten bis jetzt? Noch enttäuschend. Noch enttäuschend. 2500. 2600 bei mir. Wahnsinn, was das für tolle Künstler waren. Und die hatten alle Probleme dann, als am 30. Januar 1933 sich die Welt veränderte. Aber es ist Zeitgeschichte. Viele dieser Werke wurden zerstört. Das wissen wir alle. Und die sind eben übrig geblieben. Ja. 2,7. Manchmal ist es besser, die Expertise zu sagen. Ich erhöhe auf 3000. Geht da noch einer drüber? Nee. Ich auch nicht. Christian? 3,1. Wenn du mich so fragst. Aber ich glaube, das reicht. Ich möchte da nicht mehr drüber gehen. Würden Sie schon an einen Christian verkaufen für 3100? Wenn er einen 100er draufpackt. Schauen wir mal an. Ich zähle runter von 5 aus 4. Mach mal. Ah, okay, er macht's. 3200 beim Christian? Machen wir gerne. Machen wir. Sehr ja. Gerne. Freue ich mich. Gut, ich zähle ja mal vor. 1000, 2000, 3000, 100. Und 2x50 noch natürlich für die 3200. So, dann komme ich mal nach vorne. Bitte schön. Vielen Dank. Danke, ne? Ja. Schön, dass Sie bei uns waren. Ade. Danke. Dankeschön. Tschüss. Ja. Danke. Alles Gute auch Ihnen. Tschüss. Auch. Tschüss. Dankeschön. Wow, 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 Christian. Jo. Herzlichen Glückwunsch. Yo. Mega. Es lief erst ein bisschen zögerlich an, aber dann merkte man doch, dass Interesse bestand und letztendlich hat Christian den Zuschlag bekommen. Ich freue mich.